Zeit. Bist du bereit? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, ein weiteres Mal zu Horizon. Und ja, wir sind bereit. Auf geht's. Ja, ich denke schon. Fast perfekt vorbereitet. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. That's what she said. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Oh ja, letzte Ratsche lege. Das ist nämlich das Ding. Wer weiß, ob wir ihn nochmal wiedersehen. Oder wie wir ihn dann wiedersehen. Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Was ist denn da los? Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Halleluja. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir. Mal gucken. Als ich noch zum Stamm gehörte. Na gut, dann. Ich bin jetzt bereit. Auf geht's. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Na toll. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Ja, das ist nämlich genau das. Nein. Nein. Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich breche damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Na toll. Das ist der Abschied. Ist natürlich, muss ich sagen, ne, ihre einzige Verbindungsperson, der Ziehvater, der alles beigebracht hat, jahrelang, geht dann einfach, sagt, ja, hier, tut mit den Random Dudes Freundschaft schließen, die dich selbst wie Scheiße behandeln. Ey, hör mal auf, bitte. Hier, renn zu. Fuschen, Martin. Ja, du. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Na toll. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Die Urmutter segne dich, Aloy. Okay, ist schon mal besser, als wenn er tot wäre. Gut, aber war ja zu erwarten, ne? Dass sie sich drin. Ich muss ihn gehen lassen. Fürs Erste. Ich wollte es gerade sagen. Zuerst die Erprobung. Danach werde ich nachsehen, wohin seine Spur führt. Ich muss auch sagen, ich glaube nicht, dass wir ihn so schnell wiedersehen, aber irgendwann werden wir ihn, denke ich, schon wiedersehen. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist hier, Sir? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. So, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen.
Carter. Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Top. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Nervenzusammenbruch erstmal. Erstmal Schnellreise zur Tür. Ich wünschte, wir könnten jeden Abend so feiern, nicht nur. Also ich denke mal, es ist entweder ist es. Nein, es ist der Dude, dem ich das Leben gehört hab. Du bist es, oder? Hier drüben. Ich meine, du bist Aloy, nicht wahr? Bester Name. Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tepp ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Ach, du warst der Spaß. Mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Was für eine Karriere. Und ich habe etwas für dich. Eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Ach so, okay. Jetzt seht ihr es, jetzt sind wir nämlich hier und jetzt kann ich das alles aufmachen. Ich werde es auf jeden Fall mal aufmachen, aber nur, wenn es mir keinen Bonus gibt. Was zwar wahrscheinlich extrem bescheuert klingt, aber wie gesagt, ich hab's auch schon gesagt. Ich mag das nicht, wenn ich einen Boni bekomme, weil ich irgendwas runterlade, was es mir das Spiel einfacher macht. Deswegen nehme ich jetzt erstmal alle mit. Und entscheide dann einfach, ob ich die benutze. So. Ja, Nora-Kriegerin, das kriege ich nämlich. Nora-Überlebende leicht. Das könnte ich mir sogar kaufen. Stille Nora-Jägerin. Okay, kann ich denn... Wie kriege ich denn Details rein? Gar nicht, wahrscheinlich. Im Moment ist halt selbstredend Resistenz gegen alles. Das ist wahrscheinlich Stealth. Und das ist, keine Ahnung, Essen. Nein, ich weiß es nicht. Ja, das wird schon Stealth sein, oder? Dann nehme ich nämlich das hier. Achso, ich muss die nehmen, ne? Aber ich nehme die trotzdem einfach mal mit. So. Okay, dann haben wir das. Ja, verkaufen tue ich erstmal noch nichts, oder? Achso, das kann ich verkaufen. Ja, das will er natürlich nicht. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, das hebe ich mir erstmal alles noch auf. Auch wenn das zum Beispiel einfach mal 62 bringt, aber... Ich werde es alles später noch brauchen, von daher wäre es eigentlich Quatsch. Da. Zieh sie an, wann immer die danach ist. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ach, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut, ich will dich nicht aufhalten.
Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Warum lassen die denn die Reihen, wenn sie eh unerwünscht sind? So, jetzt gucke ich mir das mal kurz an. Outfits. Wo sind die denn? Oder ist das alles in den Schatzkisten? Ja, tatsächlich. Ah, Fallen und Trankbeutel voll. Okay. Ja, also ihr seht's. Ja, ganz ehrlich, mag sich vielleicht doof anhören, aber ich lasse das zu. Weil ich das lieber so mache. Ich mag das halt nicht. Das heißt, wir lassen es einfach zu. Ich gucke mir die Outfits mal an. Und ansonsten spiele ich mir das lieber selber frei. So, das nehme ich noch mit. Hat das eigentlich einen Rüstungswert, das Zeug? Oder ist es... Nee, ne? Das sieht schon echt nice aus. Obwohl es jetzt nicht so über... Okay, es geht vielleicht. Guck mal, es ist gar nicht mal so übertrieben. Von den Effekten her. Okay, das sieht jetzt scheiße aus. Okay, dann könnte man das sogar nehmen. Ja, okay, dann nehme ich das sogar. Es ist nicht so, dass es total übertrieben und OP ist. Dann nehme ich das. Wie war denn das nochmal mit Modifikationen? Ah, hier rechts, guck mal, da steht da alles. Handhabung. Handhabung, Schaden, Rüstung entfernen. Feuer ist ein Dot. Ah, das Kringel ist Verderbnis, alles klar. Eis multipliziert Folgeschaden. Das ist ja verrückt. Okay, das macht schon Sinn. Dann ist es eigentlich relativ selbsterklärend. Okay. Wie war denn das mit den Modifikationen? Ja gut, das lasse ich aber auf jeden Fall drin. Handhabung ist gleich. Es sieht halt cooler aus. Handhabung ist gleich. Okay, macht ein bisschen mehr Damage beim Feuer. Ja, dann passt es schon. Okay, da geht's, ne? Ich hätte, wie gesagt, gedacht, dass das viel schlimmer ist. Aber es hält sich doch relativ die Waage. Okay, er macht ein bisschen weniger Damage, aber dafür kann er gut Rüstung wegschießen. Schwierig, aber ich denke mal, es passt schon. Ja, das steht's ja auch. Na gut, Leute, ich glaube, dann sollte das passen. Kaja gekommen, um sich zu entschuldigen. Ich werde Ihnen diese Chance sicher nicht verweigern.
Die Crazy Dance Moves, ey, BTF. Ah, jetzt geht's ab. Jetzt geht's los. Das Outfit ist schon. Schon ziemlich cool. Ja, das ist schon ziemlich cool, finde ich. Du bist schon betrunken. Musst du auch noch auf Häuser klettern? Oh, ich genau zu. Nicht aufs Dach steigen. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Das gefällt mir besser als die Erprobung an sich. Kam alles Leben von der Urmutter. Menschen, Maschinen, Tiere. Es waren alle ihre Kinder. Hey Leute, hier drüben. Oh, Händler. Ach, Karst. Cool. Was machst du hier? Vorsicht, tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Okay, dann mal los. So, verkaufen. Ja, ich werde den Scheiß aber verkaufen. Ja, guck, das bringt 10 Scherben, also das passt schon. Da holen wir den Scheiß raus. Obwohl der ganz cool aussieht, ne? Ich werde den mal verkaufen. Den anderen behalte ich mal noch, falls ich wirklich mal bestimmte Sachen von den Gegnern grinden muss. So, ja, das fliegt auf jeden Fall raus. Die ist halt auch ziemlich cool wegen dem Stealth-Bonus, ne? Also gut, Zeit zu gehen. Viel Glück morgen, Aloy. Muss ich skippen? Nein. Na ja, gut, dann reden wir halt nochmal mit ihm. Kein Jetzt geht's, okay. Ja, wie gesagt, hier möchte ich eigentlich noch nichts verkaufen, weil ich nicht weiß, was ich noch brauche. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal. Sorry, und dann springe ich auch noch. Ich mach dir den besten Preis, versprochen. So, komm jetzt aber. Schleuder. Seilwerfer können wir uns kaufen. Das ist richtig gut. Elementbomben. Den kann ich aber wirklich gerade so mir zu Gemüte führen. Kriegsbogen, okay. Der ist wirklich nur zum Betäuben da. Der würde mich ja locken, ne? Ich glaube, ich nehme erstmal den Seilwerfer mit. Rohstoffe, okay. Man will ja Zünder dafür haben, na toll. Nee, ich denke mal, das passt schon alles soweit. Jägerpfeilpaket. Okay. So, ne, ganz ehrlich, dann nehme ich den Seilwerfer mit. Zack. Rüst mal aus, fertig. Sehr gut. Deine Scherben sind immer gern gesehen. So, was brauche ich denn da? Scherben und Draht. Macht irgendwie Sinn. Ja, jetzt habe ich halt keine Scherben mehr, ne? Na gut, was soll's. Wir gehen weiter. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen.
Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Das sind bestimmt voll die Verräter. Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Mörder und Versklaver! Ja! Mörder und Versklaver! Hey, lass das sein! Nora-Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseran, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Ja. Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Indirekt doch Betrayal. Dankeschön. Yes. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden... siehst du, sag ich doch. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja... Niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte! Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, was war das für ein Zucken? Der Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey. Du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist der? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Und nichts für ungut. Dir steht er toll. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ringverbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja. Schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Ich würde sagen, das werden wir schon noch rausfinden. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Ja, ich würde sagen, ist auch verständlich, oder? Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Wenn die Karja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein schlechter. Echt mal, das hat er gerade aber gesagt, der neue Mensch. König ey, Leute, hör mal zu. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Karja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn es ums Bauen geht, die Karja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt, und Häusern groß wie Berge.
Und ihr gegenüber steht der Turm. Wie eine Klinge des Himmels und reflektiert die Sonne. Ich habe das Gefühl, da kommen wir mal noch hin. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Ich hätte da noch mal eine Frage an dich. Frag ruhig. Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Na gut. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja, hör mal, es geht mich ja nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? OP-Rüstung. Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Ich stelle dich sogar meiner Schwester vor. Sie hat noch mehr Verbindungen als ich. Ich dachte, der Sonnenkönig hätte sie entführt und geopfert. Ha! Entführt, ja. Getötet, nein. Ein paar Karja können Ersa nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt Hauptmann der gesamten Garde. Eine tolle Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir mal bei einem Drink. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Hm. Verrückt. Okay, lass uns mal segnen. Das Ding ist, die Erprobung kommt dann erst später, oder? Nach der Segnung. Ich glaube, das schaffen wir nämlich gar nicht mehr, was ich sehr schade finde. Ach cool, jetzt haben wir schon mal einen zweiten Stamm kennengelernt. Und ich denke mal, wir werden es schon zu Gesicht bekommen. Sie beginnen Meridian. Sehen, wenn alle Aspiranten da sind. Ja, dann Ogo Ogo. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren. Top. Entzündet es nun. Scheiße, wie machst du denn Feuer? Nein, komm, wir machen's. Wir machen's für ihn. Rust zu Ehren. Weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn ich ausdrücke mütterliche Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwingt im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Das ist Olin. Ich möchte ihn einiges fragen. Okay, Leute. Das machen wir auch gleich. Ich lasse mir von den ungläubigen Karte doch nicht das Fest verderben. Okay, was sollten sie denn auch anstellen? Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut, ganz ruhig. Was willst du wissen? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Lands, das wir Osaram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall. Stahlriesen, teils unter der Erde begraben. Vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genau so einer Höhle. Aus einer Ruine der Alten.
Wenn du auch stümmern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Ja, warum lügst du mich an? Du bist ein schlechter Lügner. Bezichtigst du alle neuen Bekannten der Lüge? Nur die, die mir nicht die Wahrheit sagen. Ich wollte es gerade sagen. Feuer und Spucke. Ich bin von einfacher Natur und habe nichts zu verbergen. Wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem, nicht meins. Top. Na gut, dann halt nicht. Was machst du hier, Olin? Was machst du im Nora-Land? Eren brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken, sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen, auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Na gut. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Das könnte der letzte sein. Oh Mann. Ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl bei der ganzen Sache hier. Das Tier ist sogar noch besser als letztes Jahr. Ich glaube nicht, dass sich das alles so einfach gestalten wird. Es ist besser. So. Weil es ist Leuchtfeuer. Hier. Okay, Leute. Die Zeit ist leider um. Ich bin noch mega gehypt, aber es ist halt auch schon wieder ganz schön spät. Das heißt, das heben wir uns. Ist auch direkt hier, ne? Das heben wir uns für den nächsten Part auf. Genau. Da haben wir doch ein ganzes Stück schon geschafft, ne? Wir haben das Tutorial-Level, denke ich mal, abgeschlossen soweit. Jetzt kommen noch die Segnungen. Und dann kommt auch schon die Erprobung. Das wird, denke ich mal, noch richtig hart werden. Ich freue mich mega drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch mega drauf. Ich speichere noch schnell und dann sehen wir uns hoffentlich vielleicht gleich wieder.